Der Trabant ist wendig im Straßenverkehr, ausdauernd und zuverlässig. Was ihn besonders auszeichnet, das ist seine Anzugsfreude. Ausgezeichnet gefedert und weich gepolstert, ist auch eine gelegentliche Fahrt durch unebenes Gelände nicht beschwerlich. Hoppla! Solche Wege werden Sie wahrscheinlich mit Ihrem Wagen nicht fahren. Aber er verdaut Sie, Sie haben es gesehen. Der Trabi, der bringt so viel Erinnerung, so viel Freude, sofort mit sich schon, wenn man das Wort hört, ja. Da könnte ich stundenlang erzählen. Der hat noch weiter nichts, nicht? Wortbilligster Auto. Der hat uns eben in allen Belangen des Lebens begleitet. Der hat meine Frau zur Arbeit gefahren, der hat uns in Urlaub gefahren, der hat mit uns unser Wochenendhaus gebaut. Geliebt, gehasst und unkaputtbar. Du warst mein bester Freund, Trabi. 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 Hast es gut gemeint, Trabi. 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 Für diese große Welt warst du als Auto leider viel zu klein. Darum lebe wohl, Trabi, es hat nicht sollen sein. Unsere Geschichte beginnt hier, in Zwickau. Und hier, 3.096.099 Trabis später, wird sie auch wieder enden. Gehhilfe, Asphaltblase, überdachte Zündkerze, Plastikbomber, westsächsischer Lumpenpressling, Rennpappe oder einfach nur Trabi. Für die einen das hässliche Entlein, aus dem nie ein Schwan wurde, das Familienmitglied, für das man sich ein wenig schämte, für die anderen das perfekte Fortbewegungsmittel, einfach, robust und preiswert. Einstmals baute man in Zwickau bei August Horch noble Autos für noble Leute. 6-Zylinder, 8-Zylinder Schönheiten. Doch die Zeit der noblen Leute ist vorbei, zumindest in der jungen DDR. Damals war es ja so, dass die meisten noch Motorrad fuhren, und aber der Wunsch aufkam, ein Dach über dem Kopf zu haben. So entstanden in Westdeutschland die kleinen Fahrzeuge Messerschmitt, Gogomobil, NSU und so weiter, wie sie alle hießen. Und diese Forderung kam natürlich auch von unseren jungen Menschen in Ostdeutschland. Dazu kam es dann zu einem Beschluss. Und mit dem Beschluss wurde festgelegt, dass im Werk Audi, in der damaligen VEB-Werk Audi, ein Kleinwagen B50 mit 500 Kubik zu bauen ist. Ein Kleinwagen für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Nicht sehr groß und mit relativ geringem Verbrauch. Und letztes soll er bloß 4.000 Mark kosten. Das hat er aber dann doch nicht ganz geschafft. Noch wird in Zwickau in kleiner Stückzahl der Vorkriegs-DKW F8 gebaut. Doch die Produktion steckt in einer Sackgasse. Die DDR hatte kein Blech. Die Sowjetunion konnte uns auch nicht helfen. Und im Westen wurde Blech auf die Embargo-Liste gestellt. Die lieferten uns also nichts. Und wir konnten unsere Autos, die wir damals bauten, das war der PKW F8, der kleine DKW, nicht fertigstellen, weil die Kotflügel nicht hergestellt werden konnten und auch die Motorhaube war nicht möglich, weil alle Teile aus Blech waren. Not macht bekanntlich erfinderisch. Schon in den 40er Jahren wollte man Bleche durch Kunststoff ersetzen. Jetzt stellt sich die Frage neu. Und man kann nur mit dem experimentieren, was man auch wirklich hat. Kunstharz zum Beispiel. Und dann gibt es da noch eine Baumwollsorte, die berüchtigte Sorte 6. Die kann man zwar verspinnen, aber sie lässt sich nicht einfärben. Unbrauchbar für die Textilindustrie. Wenn man nun Kunstharz auf diese Baumwolle bringt und mit großem Druck unter hoher Temperatur zusammenpresst, dann entsteht der Werkstoff, auf den man jetzt seine ganze Hoffnung setzt, Duroplast. Daraus lassen sich Kotflügel, Autodächer oder Motorhauben herstellen. Aber sind die wirklich geeignet für den Automobilbau? Beim F8 lassen sich diese einfachen Teile nicht verwenden, aber beim zukünftigen Trabant sollen sie zum Einsatz kommen. Um das zu erproben, braucht man eine Zwischenstufe. So beginnt das kurze Leben des P70, des weltweit ersten Serienfahrzeugs mit Kunststoffkarosserie. Der P70 war ein Glücksfall.
Er ist ja eigentlich entstanden, weil wir nicht rechtzeitig mit dem Urtrabant zur Produktion kommen konnten. Es musste also eine Lösung gefunden werden mit Möglichkeiten, die wir 1955 produzieren konnten. Das war ein F8-Fahrwerk und darauf ein Holzgerippe mit den gleichen Teilen des UrP50, lediglich im Türbereich um 100 mm verlängert. So entstand der B70 und wir konnten mit diesen einfachen Möglichkeiten Holzgerippe und Kunststoffteile dann auch unsere Technologien der Verbindung erproben. Der P70 wird misstrauisch beäugt. Ein Kunststoffauto und das soll halten? Aber es hält. Besser als Blech. Dieses Experiment sollten Sie mit Ihrem Auto heute nicht machen. Im Oktober 1957 ist es soweit. Die erste Vorserie des Trabant P50 wird gebaut. In Handarbeit entsteht die selbsttragende Rohkarosserie. In Handarbeit werden die Kunststoffteile angebracht. Der 500 Kubikzentimeter kleine Zweitaktmotor leistet zwar nur 18 PS, doch das ist in den 50ern für einen Kleinwagen durchaus akzeptabel. Auch Form und Ausstattung sind hochmodern, entsprechend dem Zeitgeschmack. Und im Land erwartet man den kleinen Sachsen sehnsüchtig. Da wurde ich auserwählt. Es war bestimmt auch eine gewisse Auszeichnung, dass ich so einen Nullserienfahrzeug bekommen sollte. Und das war damals unter der Bezeichnung P50. Und am 31. März 1958 war es dann soweit, dass ich so ein Fahrzeug konnte erhalten. So war das damals. Und da war ich natürlich drüber sehr froh und konnte mir das Fahrzeug in Zwickau drüben bei Sachsenring abholen. Es war damals eine bananengelbe Farbe. Und dort, wo wir aufgetaucht sind, dann war immer das Auto umringt von vielen, vielen Leuten und wollten wissen, was nun an dem Auto alles so dran war. Also wir waren immer umringt von vielen Leuten, die Interesse dran hatten. Es gab ja damals keine Autos weiter und jeder hat auf so einen Trabant gewartet und war aber verpflichtet, regelmäßig jeden Monat einen Bericht abzugeben über die Ergebnisse meiner Erprobung. Ja, also das Erste war, wo ich mich gut daran erinnern kann, dass ich am Getriebe Öl verloren habe. Dann die Windschutzscheiben waren undicht. Dann hat die Zündung ab und zu mal nicht richtig funktioniert. Blinkleuchten sind gesprungen und es war vieles, was nicht ganz so in Ordnung war. Aber das war eben ein Nullfahrzeug und damit musste man ja rechnen. Jetzt haben auch die DDR-Deutschen ihren Volkswagen. Und ist er nicht viel schöner als der bucklige Wolfsburger? Nur P50, das klingt zu profan. Jedes Fahrzeug muss ja einen Namen haben, das ist üblich im Fahrzeugbau. Und insofern wurde also über die Betriebszeitung zu einem Wettbewerb aufgerufen. Und den hat dann der Herr Modes, ein Mann, der in der Presseabteilung und Werbeabteilung gearbeitet hat, den Vorschlag gemacht, dieses Fahrzeug Trabant zu nennen. Das hat zwei Bedeutungen. Einmal war damals der Sputnik in der Luft und der hieß Trabant. Und zum anderen heißt Trabant dein treuer Begleiter. 1958 rollt der treue Begleiter in Großserie vom Band. Dazu hatte man die beiden Werke AWZ, vormals Audi, und Sachsenring, vormals Horch, zum VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau fusioniert. Und er wird immer beliebter. Ich habe insofern ein Bärenglück gehabt. Ich brauchte nicht wie andere DDR-Bürger so lange auf den Trabi warten. Ich war sehr erfolgreich und hatte dann beim, wie war denn das gewesen? Ich war ja damals in der Volkskammer und kriegte Bescheid, ich kann mir in Zwickau einen Trabi abholen. Na Mensch, das war ein Erlebnis. Ich konnte